Ein Sturm. Ich war gerade bei der Arbeit, als ein heftiger Sturm losbrach. Zunächst war es nur Regen, aber nur wenig später kam ein starker Wind auf. Einen solchen Sturm gab es seit Jahren nicht mehr. Plötzlich erzählte mir mein Kollege, dass jemand bei meinem Auto herumlungerte. An diesem Tag hatte ich es gegenüber vom Büro auf der Straße geparkt. Wütend und besorgt rannte ich raus in den Regen, doch niemand war bei meinem Auto. Als ich rankam, merkte ich aber, dass etwas anders war. Jemand hatte das Schiebedach meines Autos, das ich am Morgen offen gelassen hatte, geschlossen, dass es nicht hereinregnet. Nach Katrina. Der Orkan Katrina zerstörte Joannas Haus. Aber das war nicht das Schlimmste. Die junge Frau musste zurück zu ihren Eltern ziehen. Sie war verzweifelt, aber das lag nicht an ihren verlorenen Habseligkeiten. Während des Wirbelsturms verschwand ihre geliebte Katze Simone. Joanna wusste nichts über ihr Schicksal. Es vergingen 6 Jahre, in denen die Frau sich nicht durchringen konnte, ein neues Haustier aufzunehmen. Eines Tages erhielt Joanna einen Anruf. Ein Mann stellte sich vor. Er war von der Humane Society of the United States, die bekannteste Tierschutzorganisation des Landes. Er informierte Joanna, dass ihre Katze gefunden wurde. Als die fassungslose Frau kam, um Simone abzuholen, erkannte die Katze ihr Frauchen sofort und rannte auf sie zu. Seither sind Joanna und Simone unzertrennlich. Die Geschichte einer Verkäuferin. Ich arbeite in einem Klamottenladen in Boston und bisher war dort noch nie etwas Außergewöhnliches passiert. Eines Tages kamen 2 Kunden. Es war ein nettes Paar, ein großer Mann und eine hübsche Frau. Der Mann hielt die Hand der scheinbar sehr schüchternen Frau. Die ganze Zeit stand sie dicht neben ihm. Der Mann erklärte mir, was sie suchten. Kleidung für die Frau. Ich fand die Situation extrem seltsam, denn es war der Mann, der mir erklärte, welche Farbe und Stil die gesuchten Sachen haben sollten. Er sagte mir, welche Größe sie bräuchte und spezifizierte, dass der Stoff möglichst weich sein müsste. Die Frau blieb derweil still. Ich ging los, um nach passenden Kleidungsstücken zu suchen. Als ich Röcke, Kleider und Hosen aussuchte, dachte ich nur daran, wie herrisch der Mann doch war. Schließlich ließ er seine Frau nicht ein einziges Wort sagen. Als ich zurückkam, nahm der Mann die Kleidung dankend entgegen und nahm die Hand der Frau und führte sie vorsichtig zu den Umkleidekabinen. Und in diesem Moment dämmerte es mir. Die Frau war blind. Und der Mann gab sein Bestes, sich um sie zu kümmern. Ein armer Mann. Ich reiste mit meinem Freund durch Afrika, als sich diese Geschichte ereignete. Eines Tages trafen wir einen armen Mann. Er war ausgemergelt und erschöpft. Wir fragten ihn, wie wir zum Postamt kämen, und er zeigte uns den Weg. Danach begann mein Freund, sich mit dem Mann zu unterhalten. Wir erfuhren, dass er seit 2 Tagen nichts gegessen hatte. Mein Freund bot dem hungrigen Mann seine Stulle an, und das Erste, was der Mann sagte, war: "Hey, wir können es in 3 Teile teilen." Freundlichkeit zahlt sich aus. Es passierte an dem Tag, als ich zu einem Bewerbungsgespräch unterwegs war. Es war der letzte Schritt im Einstellungsprozess und ich sollte an diesem Tag den obersten Boss treffen. Ich war unglaublich aufgeregt, da es der Job meiner Träume in einem großen Unternehmen sein sollte. Auf dem Weg sah ich eine Frau. Sie stand am Straßenrand neben ihrem Auto und sah bestürzt aus. Sie hatte einen Platten. Ich wusste, ich könnte zu spät zu meinem Termin kommen. Trotzdem hielt ich an und wechselte ihr das Rad. Sie dankte mir und ich beeilte mich tierisch, um noch rechtzeitig zu meinem Termin zu kommen. Stell dir vor, wie überrascht ich war, als ich herausfand, dass sie mein Termin war. Sie war der Geschäftsführer dieser Firma. Es wird dich vielleicht nicht überraschen zu hören, dass ich den Job gekriegt habe. Hast du auch eine Geschichte erlebt, die das Herz berührt? Dann erzähl uns davon unten in den Kommentaren. Gib dem Video einen Like und teil's mit deinen Freunden, die auch auf Geschichten stehen. Abonnier unseren Kanal und komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da wieder.